Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cilia 2 im letzten Part. Wurden wir verwundert durch irgendwelche Dimensionen geschickt haben, keine Ahnung, was so wirklich passiert ist. Eine, die auf uns zu war. Ja. Ist jetzt so gesehen mit uns befreundet. Oder war schon von vornherein. Und ja. Wir sind jetzt hoch verschuldet. Und haben immer noch keine Ahnung, was los ist. No tickets for you. How come? This man's travel privileges have been put on restriction. That's how come. If I let him pass, I'll be in hot water. Read you the fine print about your loan. You know how Olympias manages personal information using GHS, right? Well, stuff like one's criminal record or debts can trigger travel restrictions. The trigger system was put in place to prevent debtors from trying to make a break for freedom. Huh? Pretty harsh, isn't it? Sorry you had to find out the hard way. But it's only temporary. As you pay off your debt, the travel restrictions are gradually lifted. We'll figure it out. You'll be fine. Anyhow, toodles! All right, come on, you're blocking the other customers. Oh, Sheesh, I wonder what trouble he got into. His life's over before it even started. Tough break. We can look for work around town. Neue Freunde, neue Schulden. Ende. Was? So schnell? Es waren nicht mal 20 Minuten quasi oder irgendwas. Oh nein, Lula hat unglaublich viele Schulden gemacht. Er ist völlig pleite. Ich habe keine Schulden gemacht. Die Schulden wurden mir aufgezwungen. Mein Gott. Wenn du eine bestimmte Geldmenge angehäuft hast, ruf Nova an und bitte um eine Rückzahlung. Du kannst die Zahlung ablehnen, wenn du willst, oder sobald du mehr als eine bestimmte Menge besitzt, musst du dein Geld hergeben. Scheiße, ne? Du kannst außerdem jederzeit eine Zahlung leisten, indem du L2 drückst. Versuche, deine Schulden so schnell wie möglich abzubauen. Deine Reiserechte sind eingeschränkt, aber wenn du deine Schulden begleichst, werden die Beschränkungen langsam aufgehoben. Und sowas hasse ich eigentlich in Spielen. Dass man irgendwie festsitzt und dann jetzt irgendwie was machen muss, was total irgendwie nicht relevant ist. Jedenfalls momentan noch nicht aus meiner Sicht. Die anderen Gruppenmitglieder beschäftigen sich ohne dich in der Stadt. Wenn die Hauptgeschichte gerade nicht fortgesetzt wird. Okay. Vielleicht passiert etwas Gutes, wenn du in der Stadt ab und zu mal mit ihnen sprichst. Sie folgen dir automatisch, wenn du die Stadt wieder verlässt. Also mach dir keine Sorgen, dass du sie zurücklassen könntest. Na, gut zu wissen. Alice Gefühle. Luger, you and Julius live together, right? Just the two of you? Ja, schön, dass die Katze antwortet für mich. I mean the two of you and Rollo. So, the three of you. Yeah. Oh, die Katze ist toll. That's just like me. Me and my daddy live together. When I was little, there was an old cat called Taddy that lived with us too. Where do you live, El? I promise we won't tell your enemies. I don't even know. The boat I was on stopped. And there were all these crates there marked to Triglav. I hid in one, and that's where I ended up. So you don't know how to get back home? Hmm. Tja, sie hat's auch nicht leicht. Okay.
Noch sind immer noch alle bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Geld verdienen soll. Okay. It's so hard to find good help these days. Ja, beschwer dich noch auffälliger. Oh, hey! Over here! You guys looking for work? Ja. You bet! It's your lucky day. I've got jobs coming out the wazoo. I'm talking spurious corp orders here, so you know each gig is a gold mine. At least if you're not an amateur. Worth a shot, right? We'll back you up. Knapp bei Kasse, na, schnapp dir einen Auftrag. Du kannst ganz schön was verdienen und dabei auch noch Leuten helfen, indem du Monster besiegst oder Objekte für sie ablieferst. Also zieh los und verdiene dir etwas Geld. Arbeitserlaubnis. Really? So, bestätige die Details, um Aufträge anzunehmen. Du kannst bis zu 5 Aufträge gleichzeitig übernehmen. Hast du einen Auftrag erledigt und meldest dich zurück, erhältst du die Belohnung. Bei Jagdmissionen mit dem Symbol Monster musst du die entsprechende Monsteranzahl besiegen. Bekämpfe sie am angegebenen Ort. Bei Aufträgen mit dem Beutelsymbol geht es darum, die angegebene Menge eines Materials zu sammeln. Diese kannst du am angegebenen Ort finden oder Feinden nach dem Kampf abnehmen. Wie wär's mit Leia und Diebstahl, was wir jetzt nicht mehr haben? Aufträge mit einem Ausrufezeichen-Symbol sind Ereignisaufträge. Das Ereignis wird nicht gezeigt, wenn nicht alle Gruppenmitglieder, die im Bereich Gruppe aufgeführt sind, anwesend sind. Okay. Vertrag. Das Geschenk des Mädchens. Das ist gerade viel. Ist das alles, was sie jetzt machen können? Alice Mütze, was? Erledigung melden, okay. Liefern schöne Federn, 10 Stück. Ort, Bahnhof Duval. Einlösen, Bestätigung des Mädchens abgeben. Bring ein paar schöne Federn zum Bahnhof in Duval. Sag nichts, Papa. Es ist ein Geschenk für ihn. Okay. Join us bitte Teil 1. Könnt ihr mir helfen? Ich verspreche euch, ihr bekommt einen guten Lohn. 10 Stück von fossilierten Muscheln. Was? Wo steht denn hier bitte erforderlicher Titel Holzabzeichen? Wie lame. Alte Muscheln. Wie viel brauche ich davon überhaupt? So, Großvaters Krabbe. Bloß im Meer, Eintopf, bla bla bla. Landkrabben besorgen, Menge eine. Alles Tönstraße. Müssen wir sowieso hin. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt erstmal. Wann, glaube ich, jetzt 5, die ich habe? Kann man nicht hier auch irgendwie... Ereignisliste? Auftrag, ja, geht doch. 5 Stück. Gut. Dann wollen wir doch gleich mal sofort zur Alastönstraße. Und ein bisschen was machen, ne? Gleich einen Titel bekommen. Was? Oh, ist sehr lame, wenn's nur einer ist. Das ging viel zu schnell. Jetzt habe ich reingeredet. Sorry for that. Aber ich glaube, Level-Ups bringen dann halt... Auftrag kann als erledigt gemeldet werden, ach so. Oh! Man kann... Elementerz finden. Das ist cool. So, jetzt haben wir noch eine Art. Donnergrollen.
Erstich einen Gegner von oben. Wird bei einem am Boden liegenden Gegner zu einem kritischen Treffer. Okay. Dann will ich jetzt mal gucken, was wir hier machen. Aliumkugel. Quatsch. Intelligenz und KP gewinnen. Ich weiß ja nicht, Jude braucht keine Intelligenz oder KP gewinnen. Warum können wir nur Leuchten und Tröpfchen auswählen? Das verstehe ich auch nicht. Wobei, er bekommt... Ja, gut. Ist er nicht bei Leuchten? Intelligenz hat er noch nicht voll. Vitalität und Erholungsring. Luger... Würde bei Tröpfchen... Ja, komm, machen wir Luger mit Tröpfchen weiter. Da waren die 20 jetzt aber auch etwas viel. Du rennst vor mir weg! Jau. Ach, die kann ich nur. Ich dachte jetzt, das wäre so eine Art, die kann ich in der Luft machen, aber nein, das ist eine, die ist auch am Boden. Okay. Gegnerresistenzen vermeiden. Wenn du einem Gegner mit bla bla. Ja, ach gut. Kennen wir schon. Gegnerresistenzen. Fossilierte Muscheln, Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Ja, dafür darf. Ich find's gut, dass man Erz finden kann. Das ist sehr gut. Oh, natürlich jetzt 6, was ich eben hätte besser gebrauchen können, aber nein. Natürlich! Okay. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Hier fehlen noch ein paar. Ich habe keine Ahnung, was ich genau machen muss, aber ich tu's. Gehe einfach einmal durch. Ich habe jetzt 4 Arts, womit ich dasselbe verbundene Art auslöse. What? Titel fast freigeschaltet, okay. Now I have the strength to protect. Intelligenz und Vitalität für uns. So, was haben wir jetzt noch für Aufträge? Ereignisliste. Eisensand. Alte Muschel haben wir, schöne Federn, glaube ich, viel noch. Okay, wir machen einfach so weiter, bis das noch einmal auftaucht. Was passiert eigentlich? Ja gut, wenn wir mit einem durch sind. So die ersten 3 hier. Die liegen aber viel nebeneinander, muss ich sagen. Aber was soll's. Vögel. So, jetzt will ich aber trotzdem erstmal sehen. Ja, dasselbe verbundene Art damit. Gut. Kein Problem. Eine andere Sache ist nur... Ja, was wollte ich jetzt? Gute Frage. Ah, genau, mein verbundenes Art wurde eben auch aus irgendeinem Grund abgebrochen. Oh, das wäre ein kritischer Treffer geworden, Jude. Never mind. Ich muss demnächst mal gucken, was ein Level-Up wirklich bringt. Mal auf meine HP achten oder so, oder TP. Und dann mal gucken. Oh, selbst für 5 Elemente. Jetzt gehe ich hier gerne rein. Jetzt sind auch alle Gegner wieder da. Was soll's. Kitty Crisps. Verkürzt die Rückkehrzeit von Katzenkurin. Was auch immer.
So, würde ich das hier auch reinschieben. Es geht einfach weiter, ja gut. Es sind aber viele Gegner für meinen Geschmack auf der Karte. Ja gut, ich habe zwei verbundene Arts, aber you know what I mean. So, dafür haben wir jetzt drei Elemente jetzt bekommen. Da hinten ist auch noch was, hier ist auch noch was, da will ich vergessen. Und ich glaube, wir haben immer noch keine Vogelfedern oder so. Ich gehe den Gegner jetzt erstmal ein bisschen aus dem Weg. Westliche Region. Weil wir sowieso noch ein paar Gegner erledigen müssen. Kommt er auf mich zugerast? Geht doch nicht. Ja, und da ist das Essen auch gleich weg. Das Essen habe ich jetzt auch nur reingeschoben, weil Titel muss ja auch irgendwann mal. So, da habe ich die Vogelfeder schon. Sandwich klein, da haben wir das nächste Essen, was wir uns gleich reinpfeifen können. Objekte. Landkrabbe haben wir, ein Bestien, Dunk, was auch immer. Schöne Federn haben wir auch. Okay, wir haben eigentlich alles, glaube ich. Triglyph Wohngegend. Warum muss ich mit dem Zug fahren? Und wie lange sind wir mit dem Zug gefahren? Das ist doch nicht weit. Muss man nicht verstehen. Gut, ich würde einfach mal sagen, gehe ich jetzt mal Aufträge zurückgeben, komme dann wieder. Jude hat eine Fähigkeit erlernt. Fertigkeit. Intelligenz. KP gewinnen. Okay, Intelligenz war eine Fertigkeit. Wir haben Vitalität, geht klar. Alle keine FP. Sehr schön. Gut, oh, dich habe ich beinahe übersehen. Back dich mal ruhig dahin. Kein Problem. Aber schön, dass man auch Erz finden kann. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Habe ich dich nicht mitgenommen? Nö, dich habe ich nicht mitgenommen. Tatsache. Aber es sind echt viele Gegner für meinen Geschmack. Gleich am Anfang. Kampfformation? Achso, ja, weil wir wieder reingegangen sind, ne? Gut, wo war das? Hier. Erledigung melden. Jo. 800 Gold, 100 Punkte. Einmal Brise. Einmal Brise, was? Gold, 100 Punkte. Muss auch immer 100 Punkte bringen. Ein Titel, aha. 99 Punkte, warum auch immer. So. Die Dinger vernichten, die Dinger vernichten, die Dinger vernichten, die Dinger vernichten. Okay, jeden einmal und eine verrottete Blätter. Ach, Bestien haben wir. Das können wir schon mal abgeben. Gut. Das hier kann ich aber nur machen, wenn ich Holzabzeichen bekommen habe. Wann auch immer das ist. Bring mir ein paar schöne Federn zum Bahnhof von Duval. Was? Was? Schuldensaldo 20 Millionen. Nächste Zahlung 5000 verbleibend. Bin ich da gerade aus Versehen raufgekommen? Ja, wahrscheinlich. Dann lasse ich's mal. Daniel geht zum Bahnhof, da will ich nochmal kurz vorbeikommen. Gucken, ob hier irgendwas ist, weil wir sollen ja hier, wenn es mich nicht täuscht, die Blumen Federn abgeben. Wie viel eigentlich? Nein, die Strategie. Denn einige haben wir ja. Da. Okay, 10 haben wir nicht. Vergesst es. Gut.
Dann sage ich, Leute, das nächste Mal werden wir dann die komplette Straße durchqueren, Items sammeln und alles Mögliche. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.